Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder eure Sonja Ariel von Staden. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal und zu diesem Video. Ich möchte euch heute einmal reflektieren, wie es ist, wenn man sein Leben mal wieder ganz von vorne anfängt. Ich bin jetzt seit einem Jahr auf Mallorca. Ich habe vorher 4,5 Jahre mit meinem Ex-Mann auf Ibiza gelebt. Bin also nun mittlerweile 5,5 Jahre nach Spanien ausgewandert, aus Deutschland. Und jedes Mal, wenn ich in meinem Leben komplett neu anfange, gibt es natürlich ganz, ganz viele Dinge zu erzählen. Ich muss dazu sagen, dass ich nach Ibiza sehr, sehr gerne ausgewandert bin. Auch wenn ich als bodenständiger Mensch etwas Bedenken hatte, aus Deutschland wegzugehen, weil ich damals ungern ein großes Risiko eingehen wollte. Und auswandern ist ein großes Risiko, das darf man nie unterschätzen. Es gibt so viele Fernsehsendungen über die Auswanderungsmöglichkeiten auf diesem Planeten und sie zeigen ziemlich deutlich, was einen da alles erwarten kann. Wir haben uns aber gut vorbereitet und auf Ibiza auch sehr wohl gefühlt. Dann kam die Trennung und ich musste mir überlegen, bleibe ich auf einer Insel, die aktuell, damals 2017, enorm teuer geworden ist für einen normalen Menschen, oder gehe ich dahin, wo ich gebraucht werde? Das Universum, Gott, Chef, hat entschieden und gesagt, okay, offensichtlich ist die Zeit auf Ibiza erstmal rum. Auf Mallorca werde ich wohl eher gebraucht. Ich habe hier eine wunderschöne Wohnung angeboten bekommen, wo ich leben und arbeiten kann. Als Künstlerin und Autorin bin ich ja darauf angewiesen, auch da zu arbeiten, wo ich lebe. Ich bin selbstständig schon seit 16 Jahren und brauche also etwas mehr Raum als jemand, der auswärts arbeitet. Jetzt habe ich eine tolle Wohnung, wo ich also schreiben, malen, Seminare geben kann. Ich habe sogar einen Garten, in dem ich, wie viele, die mich jetzt mittlerweile länger kennen, wissen, auch mittlerweile selber meine Pflanzen anbaue, die ich täglich esse. Ich habe die Möglichkeit, hier Menschen zu empfangen, eben um ihnen auf ihrem Weg weiterzuhelfen. Ich kann jetzt hier meine Beratungen anbieten. Heute Abend gibt es zum Beispiel einen Meditationsabend bei mir. Es hat eine Weile gedauert, bis ich auf Mallorca wirklich angekommen bin, denn ich hatte mit der Insel nicht viel zu tun. Man sagt ja, Mallorca ist die Insel der Deutschen, und ja, das stimmt. Ich bin hier im Moment in Port Andratx im Südwesten der Insel, in einem wunderschönen Tal, einem grünen Tal voller Wald und wunderschönen Feldern, an einer großen Bucht. Es ist traumhaft schön hier. Und dieser Ort ist voller deutscher, aber natürlich auch internationaler Menschen. Hier anzukommen war für mich deshalb so schwierig, weil mein Herz so an Ibiza hing. Viele von euch, die schon umgezogen sind, wissen, dass sich von einem Ort und natürlich von den Menschen dort zu lösen, ist ein Prozess. Und ich kann nur immer wieder sagen, nehmt euch für Transformation, für Veränderung und auch für Krisen bitte Zeit. Ich habe hier auf meinem YouTube-Kanal schon viele Videos zu diesen Themen gemacht. Ihr könnt ein bisschen stöbern, könnt die Suchbegriffe eingeben, dann findet ihr andere Videos dazu. Und bei mir hat es tatsächlich über ein halbes Jahr gedauert, bis ich mich richtig angefreundet habe mit dem Ort, an dem ich jetzt bin, mit der gesamten Insel, aber ich habe mir die Zeit dann genommen, über den Winter, als die Touristen weg waren, oder zumindest größtenteils weg waren, ein bisschen über die Insel zu fahren, sie näher kennenzulernen. Ich wohne hier am Fuß des Tramuntana-Gebirges und bin dann mit meinem kleinen Auto die vielen, vielen Serpentinen rauf und wieder runter gefahren, um Mallorca neu zu entdecken. Es ist ein besonderer Platz. Ibiza hat eine stark transformatorische, also eine tief, tief verändernde Energie. Das sollten alle wissen, die dort länger sein möchten. Klar, für einen kurzen Urlaub, vielleicht für einen Partytrip oder eben einen Familienurlaub,
ist es toll, da einzutauchen. Die Insel ist klein, fein, hat eine wunderschöne Natur, tolle, tolle Strände. Mallorca ist anders. Mallorca ist viermal größer als Ibiza. Mallorca hat ein Gebirge, anders als die sanften Hügel von Ibiza. Mallorca hat eine erdende, erdige, tiefe Kraft, die die Menschen tatsächlich, wie ich feststellen durfte, fördert. Erstmal fordert sie viel, viel Klarheit. Dann fördert sie das Potenzial, das heißt, wir dürfen uns klar machen, was wir wirklich können und wollen. Und dann, wenn wir unser Herz öffnen, alle Türen öffnen für Möglichkeiten, schickt sie uns Möglichkeiten. Das also an alle, die überlegen, ob sie nach Mallorca kommen möchten. Je klarer ihr hierher kommt, desto einfacher ist es hier. Viele Menschen wandern ganz blauäugig aus und wissen gar nicht, was finanziell, bürokratisch und auch kräftemäßig auf sie zukommt. Also da kann ich nur sagen, es gibt tolle Portale, wo man sich informieren kann. Es gibt tolle Facebook-Gruppen für jeden Ort auf dieser Welt, wo man sich informieren kann, was dort auf einen zukommt. Besucht die Orte so oft wie möglich, damit ihr euch hineinfühlen könnt, ob sie euch wirklich gut tun, ob sie euch nähren, ob ihr dort tatsächlich auch empfangen werdet. Also einerseits vom Ort selber, aber auch von den Menschen. Das gibt einen deutlichen Hinweis. Ich bin hier völlig von jetzt auf gleich angekommen, total spontan, ohne großen Plan. Dadurch, dass ich aber vorher schon ungefähr 25 Mal umgezogen bin, kannte ich die Systematik eines Umzuges natürlich ganz gut und wusste also, was ich zu tun habe. Jetzt bin ich hier, jetzt tauche ich wirklich ein. Ich verwurzel mich mit dieser Insel, ich verwurzel mich mit dem Ort, an dem ich bin. Und ganz wichtig, wenn ihr so etwas macht, entscheidet euch. Entscheidet euch ganz, ganz klar, da zu sein, wo ihr seid. Auch wenn ihr im Moment überlegt, woanders hinzugehen. Wenn ihr jetzt und hier ein Ja zu dem Ort gebt, wo ihr seid, werdet ihr ganz viel Kraft bekommen. Eine Entscheidung liefert Energie. Und eine klare, bewusste Entscheidung liefert auch tolle Ergebnisse. Immer wenn ich zum Beispiel jetzt hier auf Mallorca mit mir gehadert habe, mit der Insel, den Menschen, mit meinem Schicksal, was es für mich nicht gibt, ist ja alles freier Wille, alles meine Selbstverantwortung. Also wenn ich mit mir gehadert habe, mich immer wieder hingesetzt und neu entschieden. Ich bin hier, ich wollte meinen Weg gehen, er hat mich hierher geführt, also entscheide ich mich für diesen Ort, für die Menschen, die hier wohnen, für die Menschen, die mir begegnen. Ich öffne mein Herz für tolle Menschen, die mich bereichern, die mich nähren und unterstützen. Ich öffne mich auch für neue Impulse. Mir hat die Insel einen fantastischen Weg aufgezeigt, nämlich sie hat mir die Kraft gegeben, mich jetzt endlich rohvegan zu ernähren. Es lag auf meinem Weg. Ich habe mich immer schon seit 2001 vegetarisch ernährt, also schon sehr lange. Ich habe immer mehr gewechselt Richtung vegan und hier habe ich die Kraft gefunden, jetzt endlich den nächsten Schritt zu machen, nämlich eine rohvegane Ernährung zu wählen. Das habe ich auch schon in einigen Videos beschrieben. Außerdem hat sie mir diesen Garten geschenkt, der mir total viel Spaß macht, der mir jetzt eben mit diesem rohveganen Bewusstsein auch täglich ganz viel Energie schenkt, indem ich rausgehe, Zutaten für meinen grünen Smoothie pflücke, für meine Salate, indem ich jetzt endlich auch anfange, selber Gemüse anzubauen. Bis jetzt hatte ich also quasi das Gemüse, was hier freigewachsen ist. Und dann habe ich mich entschieden, selber anzubauen. Das mache ich jetzt seit einem Monat ganz bewusst. Und entdecke mit fast 49 Jahren die Freuden des Gärtnerns endlich, denn vorher hatte ich nie die Gelegenheit dazu, weil ich nie einen Garten hatte, den ich bewirtschaften durfte. Und jetzt entdecke ich das. Ich entdecke meinen Körper dadurch auch selber neu, denn viele, die mich schon eine Zeit lang beobachten, verfolgen, sehen, dass ich ziemlich abgenommen habe. Ja, 8 bis 10 Kilo, ich habe keine Waage, 2 Kleidergrößen, super, super schön. Ich fühle mich endlich, nach all den Jahren, wie ich selbst. So wollte ich immer sein.
nicht, weil es einem Trend entspricht. Ich bin nicht wild darauf, irgendwelchen Schönheitsidealen zu entsprechen, sondern ich lebe mein Wohlgefühl so gut ich kann. Und ich fühle mich jetzt endlich wie ich selbst. Ich hatte große gesundheitliche Probleme mein ganzes Leben, ob das Allergien waren, viele, viele andere Krankheiten. Und ich hatte immer eine Fettleber, ich war zuckersüchtig, ich hatte auf meinem ganzen Körper eine dicke Fettschicht unter der Haut. Ich war immer schlank, mehr oder weniger. Man sah es mir also nicht an, man sah mir mein ganzes Leben lang meine Krankheiten nie an. Aber ich habe mich nie ganz ich gefühlt, wie ich gefühlt. Und jetzt hat mir Mallorca die Kraft geschenkt, wirklich mich selber komplett neu zu erfinden, zu entwickeln. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Wie immer gebe ich mein Wissen auch weiter. Es hat dazu geführt, dass ich unter anderem jetzt hier vegane Rohkostseminare anbiete. Einmal mein Happy Food, das ist ein tolles Abendessen. 5 bis 6 Gänge, die ich zusammen mit Menschen zaubere. Kochen kann man es ja nicht nennen. Ich biete auch Happy Sweets an. Ich mache rohvegane Süßigkeiten, Pralinen, Torten, Desserts mit den Menschen. Was mir aber Mallorca auch noch geschenkt hat, beziehungsweise woran mich die Kraft der Insel wieder erinnert hat, ist, dass ich auch über meine Hände Heilenergie weitergeben kann. Das heißt, ich kann Menschen nicht nur beraten und coachen, was ich eben auch schon 17 Jahre mache, sondern das habe ich in meiner Zeit in Deutschland einige Jahre gemacht. Ich kann dem Körper eines Menschen auch einen Impuls geben, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Und das ist ein riesengroßes Geschenk, das ich jetzt wieder entdecke, das ich weitergebe mit ganz, ganz viel Liebe, Dankbarkeit, Hingabe und Freude. Und das mich immer noch zutiefst berührt. Damit möchte ich allen Mut machen, die neue Wege gehen wollen. Seid mutig, seid tapfer, seid bereit, eurem Herzen zu folgen. Je klarer ihr das macht, je besser ihr das vorbereitet, desto mehr Geschenke bekommt ihr, desto mehr Wunder können passieren. Bleibt nicht in den alten Fesseln der Gewohnheit stecken. Kommt raus aus euren Komfortzonen, kommt in die Puschen, damit euch das Leben nicht schubsen muss. Krisen sind nur ein Schubs vom Leben, damit ihr endlich vorwärts geht, weitergeht, euch weiterentwickelt. Auch Krankheiten sind in dem Sinne nur Hinweise eures Körpers, dass er sich weiterentwickeln will. Er möchte nicht stagnieren, er möchte sich wirklich entfalten auf allen Ebenen. Und was auch immer euch, was auch immer dich glücklich macht, folge deinem Herzen, folge diesem Ruf. Auch deine Seele hat eine Stimme. Höre auf die Stimme. Fühle sie in einer Meditation, fühle sie in dir. Im Einschlafen, im Aufwachen, fühle sie draußen in der Natur und folge dem Ruf deiner Seele. Das ist das, was ich euch allen gerne mitgeben möchte. Ich feiere hier schon seit ein paar Tagen die Zeit auf Mallorca, mein einjähriges Hiersein. Und ja, es macht mich glücklich. Ich freue mich über all die Menschen, die ich hier treffe. Ich lade sehr gerne auch die Menschen, die mich seit vielen Jahren bei Facebook begleiten und die immer mal wieder hier nach Mallorca kommen, ein, mich zu besuchen, bitte mit Voranmeldung, damit hier nicht meine Arbeit drunter leidet, dass ich das alles schön koordinieren kann mit meinen ganzen Seminaren und Beratungen. Aber ich freue mich immer, Menschen wiederzutreffen oder Menschen kennenzulernen, die meine Liebe zum Leben, zum Kosmos, zur Erde teilen. In diesem Sinne wünsche ich euch, was auch immer ihr tut, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr glücklich seid und dem Weg eures Herzens folgt. In Liebe und bis auf bald auf diesem YouTube-Kanal, bei Facebook, Instagram, wo auch immer, eure Sonja Ariel von Staden. Ciao!